have a view again. When the rain was really heavy, we couldn't even really see the 500-metre start. But while our DJ Malta looks desperately in his playlist for the rap version of Raindrops Keep Falling on My Stern, a very big thank you to the Spaniards in the stand. You were talking about thunderous applause. Muchas gracias, España. Y sobre todo las baterías españoles. Magnificos. And here they come, pretty magnifico on the water as well. Fernando Pimenta of Portugal, the fastest heat time. And he's certainly throwing down plenty of heat on this race as the rain now backs off. Ja, Fernando Pimenta, sicher einer der Favoriten auf den Finaleinzug in diesem Halbfinale im K1 der Männer über 500 Meter. Aber Josef Dostal aus der Tschechischen Republik, der wird alles dran setzen, da ebenfalls hinzukommen, denn er verteidigt den Weltmeistertitel in dieser Bootsklasse auf dieser Strecke. Spannend wird es sein, wie sich daher Erkam Usta aus der Türkei schlägt, denn er ist erst 17 Jahre alt und hält hier ordentlich mit auf der Bahn 2. Er ist der erste der Verfolger, aber vorneweg ist es auf der Stadtbahn 5 im Moment Pimenta aus Portugal, der den Ton angibt. Coming through the last few meters here. Soon those buoys are going to turn red and they know what that means. 100 meters left here. It is Fernando Pimenta, but keep your eye on Hungary. Kopasz is making a fantastic move out of lane 3. Czechia trying to go with him. Josef Dostal is the world champion in this event, and is those three trying to push through to the top three. I think that they'll get it, although Serbia and Sweden challenging. They need to hold on, but it is Hungary first through to the line, followed by Czechia and Portugal. Ja, und der am schnellsten losgefahren ist, der wird hier wohl offensichtlich dann im B-Finale Platz nehmen müssen. Gucken wir mal an, wie das oder mit am schnellsten losgefahren ist. Branko Laguncic wird wohl hier gleich an vierter Stelle auf dem Tableau auftauchen. Also erstmal haben wir hier Ungarn, Portugal und Tschechien. Es ist sogar andersrum. Also tatsächlich war er noch ein ganz kleines bisschen schneller, dieser Fernando Pimenta, auf der Ziellinie. Aber sei es wie es ist, beide sind dabei. Schweden, Serbien und Japan, das sind die drei, die auch noch mit dabei sind im B-Finale. Und den Rest schicken wir in Finale C. Also wir sehen sie sowieso alle noch mal wieder heute oder morgen. Aber das ist jetzt erstmal klar, wer welches Finale macht. Right, you are. Such a close finish. Hungary got across the line first, followed by Portugal and Czechia. Sweden, Serbia and Japan will join us in the B final. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady.